So, Hallihallöchen, Hänsepetti und willkommen zurück zu Let's Play Stray. Wir gehen in die Kanalisation in diesem Part. Oh, Momo wartet in seinem Boot. Okay. Es gibt zwei Erinnerungen, die man finden kann. Natürlich wie immer was zu kratzen und wir dürfen keine Zergs killen tatsächlich. Das wird interessant. Was geht, Momo? Ist das schon das Gebiet? Ja. Oh Gott, das ist halt auch immer Perspektive. Also irgendwas mit Zerg dann und irgendwas mit, okay, eher so hellerem blauen Licht. Bin ich mal gespannt. Aber es leuchtet ja auch immer so ein bisschen blau, wenn da so eine Art Erinnerung ist. Ja gut, Momo, dann sind wir wohl bereit, ne? Ich kann nicht glauben, dass du Doc gefunden hast und den Defluxor bekommen hast. Damit können wir jetzt Sebalta finden. Los geht's. Alter, die Gang wird wieder vereint. So, wollte ich ein bisschen wirken lassen. Dieser Ort ist unheimlich. Ja, richtig. Theoretisch, das Licht wäre es eigentlich schon für die Erinnerung. Ugh. Ich will gar nicht wissen, wie diese Zerg-Eier so das Wasser verunreinigen. Ja, das war's. Tolle Fahrt. Dankeschön. Ah. Okay, ja. Klar, wir können durch. Stup. Können wir irgendwo hoch? Wir können hier hoch. Noch höher? Hier könnte eigentlich schon die erste Erinnerung sein. Das Licht würde passen. Ich sehe noch nichts blau leuchten. Oh Gott, Rieseneier. Wir sollten, glaube ich, ein bisschen ruhig sein. Okay, ich glaube, die schlüpfen, wenn man denen näher kommt. Klar, wir hätten jetzt unseren Death Ray. Können aber nicht irgendwie schleichen oder so. Also, Augen zu und durch. Wir sind Pazifist. Momo ist da. Momo wartet auf uns. Okay. Komm her, Bromo. Also ich hoffe, hier war nicht die Erinnerung, ja? Da sind mehr Rohre und so Dreiecksgitter. Ich weiß gar nicht, wie man die beschreiben kann und soll. Jo, sagst du noch was anderes? Außer es ist hart unheimlich. Ich war noch nie so weit weg von den Slums. Weil du hier bist, habe ich nicht einmal Angst. Das ist ja toll. Ich habe Angst. Nee, ich habe keine Angst. Ich bin eine furchtlose Katze. Dreiecksgitter.
Okay, funktioniert nicht, ne? Was brauchen wir? All diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Ich habe keine Hände. Shit. Oh, ziehst du mich so irgendwo hoch oder runter? Ja, oder? Hier kommt doch bestimmt so ein Eimer oder so. Ah, nee, er macht das Tor auf. Okay, aber dann müssen wir wahrscheinlich auf der anderen Seite was machen. Oder wir müssen da durchspringen. Ah, ich kann nicht mit dir weitergehen, aber ich werde nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen. Wenn du Sebalta und Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Alter, nee, das wird jetzt nicht deine Verabschiedung. Ach, okay, bevor du deine Arme hier total ausrenkst. Ich habe halt echt das Gefühl, die Erinnerung haben wir schon. Erinnerung zeigen, ja. Okay, wir können noch ein bisschen das näher anschauen. Ne, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Und hier beim Zerg-Ding hat es eine Leiter, auf jeden Fall. Oh Gott, ich drücke immer die falsche Taste. Ah, ich habe das Gefühl, wir dürfen gleich ein bisschen rennen. Und ja, ich würde sehr ungern durch das... durch diese Fädengewebe. Oh. Das wiederum wirkt freundlicher. Aber der Schein kann trügen. Das ist alles voll Zergs. Es ist natürlich blöd, wenn die Änderung dann hinter sowas läge. Aber bisher kommen wir ganz gut durch. So, die da hinten warten aber auch, ey. Die Zergs sollen sich echt mal ein Hobby suchen. Mensch, ganz Tag nur stehen, schmarotzen, Bürgergeld empfangen. Da und okay, jetzt ist wieder, oh je, ich kann nicht schleichen, ne, ich kann nicht irgendwie langsam gehen, aber ich glaube, das kommt eh nicht aufs langsam gehen an, sondern auf die Reichweite. Ah, oh, das ist gut. Oh shit, ey, aber wenn wir recht mittig gehen, passiert nichts. Wir müssen allerdings zum Schalter. Und let's go. Let's fucking go. Okay, wo können wir lang? Aha. Oh nee, da ist... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen durch die Mitte. Aber oh Gott, da sind unsichtbare Wände. Das ist uncool. Das ist uncool. Das ist hart uncool. Unsichtbare Wände sind sehr uncool. Oh, nö, ey. Uah. Keiner macht die Tür zu? Ist kein Problem. Oh Gott, bevor wir jetzt gleich... Können wir so... Oh shit, wir gehen einmal durch die Mitte. Die Anzahl ist eigentlich egal, ne? Das kommt auf die Reichweite der Zergs an. Wo die sind. Oh Gott, da sind Augen in den Wänden. Ist das widerlich. Also ein bisschen Adrenalin baut das Spiel schon. Oh Gott, falsche Richtung, ne? Aber die verfolgen uns nicht mehr. Verfolgen die uns? Witzig, dass die hier ablassen. Okay. So, wir haben wieder diesen blauen Schein. Können wir so drüber springen? So schräg? Nein, aber wir können... Und so vorbei mogeln. Da sind ja auch wieder diese komischen Augen. Schon hart eklig. Okay, wir müssen uns bemühen, dass wir hier keine Eier aufmachen. Aber wir haben hier auch einen Checkpoint. Weil ich glaube, wir müssen hier auch wieder so Schalter betätigen.
noch gegebenenfalls ein bisschen längere Zeit warten. Also wir können hier auf jeden Fall rüber. Ohne was schlüpfen zu lassen. Türschloss öffnen. Aber das ist eins von zwei. Drüben ist ja auch eins. Okay, die Augen sind aktiv. Wir können halt... Ah, schade. Nicht einfach so rüber. Okay. Augen aktiv heißt, sie sind scheiße. Ja, dann ist eh zu spät. Let's go. Oh Gott. Oh. Oh, wir können... Ja, 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 ja. Können wir dann hier rüber? Jawohl. Und ich glaube, hier ist dann eh so eine Art Safe Point. Ich würde halt echt gern wissen, wo diese Erinnerungen sind. Was diese Augen bedeuten. Die Augen bedeuten, dass sie einfach so Zergs rufen. Alter, ein Riesenauge. Was zur Hölle? Ich habe das Gefühl, wir müssen als Katze hier echt so eine biochemische Waffe entwickeln. Die die Augen auslöscht. Hey, unser Achievement! Und wir dürfen weiter fliehen. Und damit ist auch unsere Waffe kaputt, die wir nie eingesetzt haben hier in der Kanalisation. Okay. Alter, oh Gott, ist das ein Rumgewusel. Einfach zickzack. Einfach zickzack. So, was dieses Riesenauge zu bedeuten hat, ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Wie groß ist diese Kanalisation? Oh. Oh Gott. Ah. Die nächsten angeschissen. Gar keinen Bock, Mann. Oh, 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 oh. Perfekt, perfekt, perfekt. Good timing. Wir haben die Kanalisation absolviert und gar keine Erinnerung gefunden. Okay. Oder vielleicht noch nicht ganz absolviert. Moment, wie sieht's denn aus? Oh, wir haben... Ja, gut, wir können das Ding nicht öffnen, weil... Also... Das Menü, weil er war jetzt gerade kaputt. Es war dunkel, ich war allein. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meinen Prozessorkern. Der Defluxor ist jetzt völlig zerstört. Wir müssen vorsichtig sein. Wir sind noch in der Kanalisation. Aber das war jetzt quasi das Kapitel, bei dem man... eher rennen musste. Es kann auch sein, dass wir jetzt noch Kanalisation haben, aber entspannter. Ja, unsere Waffe war... Ja, das wirkt nicht entspannter. Nee, nee. Unsere Waffe war jetzt echt nicht so effizient. Nee, das ist das Ende. Oder? Hey, wir haben gar nichts gefunden. Wow. Müssen wir nochmal spielen. Ein Reisender aus der Kanalisation? Wir haben seit Ewigkeiten keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenweltler? Sobald der Außenweltler hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Moment, wie heißt denn das nächste Gebiet hier? Ant Village.
Ja, Safe Zone, No Zerg Zone. Ameisendorf, wir haben tatsächlich alles verpasst. Krass. Aber kann man dann nicht einfach... Jo, hier gibt es nur eine Erinnerung. Letzter Kontrollpunkt neu laden. Beenden. Zum Hauptmenü, ja. Spiel starten. Kapitel wählen. Kanalisation. Wir haben echt beides scheinbar verpasst. Ist das krass. Weil hier ist es sehr gut. Hier haben wir noch gar nicht dieses farbliche Muster. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Ich suche jetzt halt die beiden Stellen mit Erinnerungen und wo man gegebenenfalls kratzen kann. Und die machen wir halt am Anfang vom Part und währenddessen pausiere ich und dann machen wir so weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.